Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und heute basteln wir wieder gemeinsam. Und zwar, das ist die Karte, die ich hier gebastelt habe in den Farben Lindgrün, Meeresgrün, etwas Granit. Diese Schneeflocken hier, diese kleinen, sind in Granit gestempelt und ja, Flüsterweiß als Kartenaufleger. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich beide Sets gemischt. Also hier geht es um diese Serie Flockengestöber. Da gibt es verschiedene Stempelsets in meinem Video. Da könnt ihr mal schauen. Da habe ich diese Produktserie vorgestellt, auch mit den ganzen Simlets, die es dazu gibt. Und da habe ich beide einfach mal gemixt. Das Innenleben sieht dann so aus. Da habt ihr dieses ganz aufwendige, tolle Schneeflockenmotiv, was ich eben einfach ausgestanzt habe auf diesem Kartenaufleger für innen rein. Da könnt ihr dann euren Text schreiben. Diese Karte oder so ähnlich haben meine Kunden jetzt geschickt bekommen, um über diese Aktion informiert zu werden. Und wir basteln jetzt eine Alternative. Das ist ja, ja, Meeresgrün ist nicht jedermanns oder jeder Frau's Geschmack, aber wir basteln das jetzt nochmal in Blütenrosa mit Granit und ja, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ziemlich ähnlich, allerdings ohne Schneeflocken und auch ohne den Innenteil. Wir basteln einfach nur mal das Äußere, dieses hier, und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Die Abmessung schreibe ich euch in die Infobox. Der Kartenrohling selbst in Granit ist in den Maßen 14,85, also die Hälfte von DIN A4, und dann bei 10,5 gefalzt, sodass ihr dann halt eben diesen Kartenrohling bekommt. Und der Aufleger in Flüsterweiß, den wir jetzt bestempeln, der ist eben an beiden Seiten 5 mm kleiner, also 10 cm mal 14,3. Ich sage es nochmal dazu, für die, die es ganz genau wissen wollen. So, dann legen wir los. Also ich mache das wieder im Querformat und holen wir uns mal die Stempelsets. Ich fange mit der dicken Blume oder ich sag mal oder Ornament dazu, fange ich an. Habe ich mir auf einen großen Stempelblock gezogen und ink das ein bisschen. So. Und dann setze ich das unten rechts so an den Rand, dass links, rechts ein bisschen Platz noch ist. Drücke den ein bisschen drauf. Ups, jetzt bin ich ein bisschen gekippelt, ist aber noch gut geworden. Das war nun der erste Streich. Und was ich eben schon mal durchgeleiert habe durch die Big Shot, das ist dieses super zarte Blütenmotiv. Manchmal bleiben diese Sinlets ja mit dem Papier wie, ja, verschweißt ist zu viel gesagt, aber die bleiben ganz gern mal drin. Jeder hat also seine eigene Methode, das rauszulösen. Ich habe ein bisschen stabilere Zahnstocher, die ich ganz gerne nehme, oder hier dieses neue Tool, dieser Aufhebhelfer, der hat ja auch so einen Prickelstift. Für die gröberen Motive, das, was er nicht so ganz reingeht, also hier das, da nehme ich dann halt eben ganz gerne einfach einen Zahnstocher. Natürlich unbenutzt, für alle, die sich jetzt gerade ekeln. Nein. So, natürlich. Das Motiv, ich frigel das hier gerade mal so ein bisschen raus. Also das ist wirklich sehr fein, sehr filigran. Und hat auch eigentlich nichts Weihnachtliches. Manchmal ist ja auch die Farbe ausschlaggebend, ob etwas weihnachtlich aussieht oder nicht. So sieht es dann aus. Die feine Blüte. Und die schneiden wir einmal in der Hälfte kaputt. Die kommt an die Ränder. So. Und zwar einmal so, mal gerade mal wieder hochschieben hier.
Einmal hierhin, einmal dorthin. Aber ich muss noch mal durch die, Big Shot. Also ich hatte nur mal kurz was vorbereitet, weil ich sehen wollte, wie mir die Farben gefallen. Und dann fehlt jetzt hier innen drin noch die Blume mit dem Spruch. Das machen wir jetzt auch erstmal. Und dann habe ich noch eine Idee mit so ganz feinen Blättern. Und zwar diese hier. Die Zweige. Die leiere ich auch gleich mal durch die Big Shot in Blütenrosa. Und dann schauen wir mal, wie sich das so aus, wie das so aussieht. Und zwar, das lege ich mal auf die Seite, also nicht wundern. Wo habe ich da mein flüsterweißes Stück Papier? Dann dieser Stempel mit dieser gestrichelten Blüte. Ich zeige euch noch mal kurz das Stempelset. Und zwar, wir benutzen gerade, ich benutze gerade, das Stempeln, also das hier stempeln wir jetzt. Dann kommt der Spruch, tu, was dich glücklich macht, drauf. Der gefällt mir so super. Das haben wir schon gestempelt. Und alles andere entsteht dann spontan. Da müssen wir mal schauen. Also hier diesen Hintergrundstempel, das ist so ein einzelnes Blatt. Das finde ich ganz schön. Und hier die Blüte finde ich auch schön. Da gibt es auch ein passendes Framelit zu. Also wir schauen mal. Erstmal Blütenrosa aufmachen. So. Doch, ich glaube, ich will es. Da müsst ihr jetzt nur entscheiden, wie rum ihr die Striche haben wollt. Ich mag das ja dann doch ein bisschen akkurater haben. Und den Spruch selbst, tu, was dich glücklich macht. Ich nehme euch mal wieder mit ran. Das tu, was dich glücklich macht, das stempeln wir wieder in Granit. Ich finde, das ist eine schöne Kombi. Ich bin mal gespannt, wie es euch so in live gefällt. Der Stempel passt gerade so rein, da muss man so ein bisschen, ja, schaut es euch vorher mal an. Ich finde, der passt gut rein. Jetzt müsst ihr euch das ja gleich noch mit einem etwas weißen Rand vorstellen. Und dafür holen wir jetzt mal die Big Shot auf den Plan. Ja, außenrum schon mal alles so ein bisschen, schon mal Unordnung. Kreative Unordnung. So. Ich benutze total gerne die Magnetplatte. Es verrutscht nichts und mal abmachen, sonst passt das nicht durch. Und ich spare mir das Washi-Tape. Daddy, das Washi-Tape. Oh, ich hoffe, das klappt. So, einmal dies und dann einfach nur diese Zweige, diese feinen, die ich euch schon mal gezeigt hatte eben. Naja, das hätte ich auch schon vorbereiten können. Gehen wir jetzt einmal durch. Ich leihe ja nochmal einmal zurück. Dieses einfache Motiv braucht es zwar nicht. Also hier diese Blume mit Tu, was dich glücklich macht, das geht so einfach rauszulösen. Aber diese feinen Zweige, da möchte ich jetzt gerne auf Nummer sicher gehen. So, zack, zack, zack. Und da sind sie auch schon. Ach, guck mal hier, das fällt ja fast raus. Super. Das mache ich nachher sauber. Jetzt haben wir diese feinen Zweige. Hier, das löse ich auch raus. Also wie gesagt, entweder ihr nehmt den Aufhebhelfer oder was auch immer euch zur Verfügung steht und drückt das raus. Aber das ist schon so locker hier. Das fällt ja schon von alleine. Manchmal sieht das auch ganz gut aus, wenn man partiell diese Ausstandsteile, die sich nicht so ganz lösen wollen, nochmal drin lässt. Das ist schon auch manchmal ganz schön. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Diesen Spruch auf der Blume, tu, was dich glücklich macht, kleben wir jetzt schon mal mit einem Dimensional auf. Dann nehme ich gern die Breiten, weil
Oder die großen, gibt es ja in groß und klein. Da reicht mir auch einer. Da könnt ihr schauen, das Muster passt ziemlich gut mit dieser Blüte, dass dann hier immer so eine Nase, nur so ein Stückchen hier übrig bleibt. So, dann kleben wir auf diese Feinblüten, diese Filigran an jede Ecke. Kann die ja dann auch noch mal so ein bisschen schieben. Ich klebe die jetzt wirklich nur in der Mitte an, damit die Seiten, diese Blütenenden so ein bisschen abstehen. Auch wenn ihr das in der Karte verschickt und die eine Weile im Umschlag bleiben, die stellen sich trotzdem so ein bisschen auf. Ich finde das echt schön. So. Und dann möchte ich mal gucken. Ich finde vielleicht das hier ganz schön, dass man, hoppala, muss auch drunter wollen. Vielleicht ist mir das aber auch zu viel, da muss ich nochmal schauen, wie ich das so finde. Oder halt eben, ja, vielleicht. Ach, manchmal schneidet man das ja einfach, man muss einfach rumprobieren. Ich glaube, ich schneide das jetzt hier einfach so ab. Nicht wegwerfen, kann man immer noch mal gebrauchen. Das ist der typische Spruch einer Bastlerin oder so einem Hobbyfreund sowieso. Jetzt kleben wir mal hier. Warte. Jetzt kleben wir mal hier hin. Und hier das hier. Das zweite. Also das ist so praktisch an diesen Framelits. Dieses Blatt, das gibt es einmal in der einen und einmal in der anderen Richtung. Also einmal schaut der Zweig nach links, einmal nach rechts. Und ja, mal grad schauen, was ich am schönsten finde. Ich glaube, das andere ist mir zu unruhig. Deswegen klebe ich das so ein bisschen versetzt auf. So. Ja. Und dann muss ich mal schauen. Ich habe noch zwei Motive, die ich schön finde, aber nicht weiß, ob mir das dann zu unruhig wird. Da muss man einfach mal rumprobieren. Und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Da gibt es einen Stempel, so ein ganz feines Blatt. Ich stempel das mal kurz ab. Ist wirklich klein, aber süß. Also ich mag das. Und einmal abgestempelt sieht es dann so aus. Also ich glaube, abgestempelt, das ist wirklich so was ganz Feines bloß. Ich gerade am Überlegen, ob ich das noch drauf stempel oder ob ich es so lasse. Ich muss gerade mal nochmal. Nee, ich glaube wirklich, ich lasse das so. Dann habe ich noch so ein kleines Motiv, das ist ein Blümchen. Das wird mir wahrscheinlich zu massiv. Ja, ich finde, es blumt schon so, oder? Ich würde das so lassen. Ich lasse das so. Schwupps. Beschlossene Sache. Ja, und was ich aber jetzt hier noch brauche, ist ein Strasssteinchen. Tum, tum, tum. Ich fand das hier eigentlich schon ganz schön. Ja, so. So, oh, guck mal hier. Strassschmuck all. Leer. Und. Nee. Ach ja, da muss man immer so ein bisschen kommen. Also ich mag das ja, wenn ich das hier so auf diesen... Eins brauche ich noch. Muss ich gleich kann mal schauen. Oh. Ha. Okay, wir lassen das so. Aber ich habe gerade noch beschlossen, dass ich das feine Metallic-Garn hier noch schön finde. Also hier habe ich jetzt diese zwei Strasspunkte, die... Ein drittes wäre noch schön, das finde ich aber, also die sind in der Kiste, hier oben oder dahin. Und jetzt finde ich ja mein super Metallic Garn. Das ziehe ich mir jetzt auf so einen Clue-Dot. In der, ja, das hat sich hier echt ganz schön verhakselt. Das Ende.
ist nah hier bei dem. So. Metallic Garn. Das schneiden wir ab. Ein Hechtsprung zum Kluder. Zack. Damit man sich jetzt nicht mit seinem kompletten Kartenprojekt verbindet, auf immer und ewig, drücke ich das Vorführeffekt. Oh. Ah. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr jetzt, wie viel Uhr es jetzt bei euch ist. Es ist schon abends und das merke ich auch gerade. So. Tum, tum, tum. So. Das drücke ich mir jetzt einfach hier auf diesen Kluder drauf. Ja, das ist schon fein, das Garn. Ist ja gar kein wirkliches Garn. Aber es ist, also es hat so ein bisschen Stand und ich finde das so. Heben wir die Blume so ein bisschen an, kleben das hier oben so hin. So. Und dann haben wir hier oben nochmal so diesen Effekt. Oi, Entschuldigung. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Da haben wir hier diesen Effekt. Hier blinkt es ein bisschen, hier blinkt es ein bisschen und da haben wir das Garn. Und fertig. Also jetzt hatten wir mit einem Set, was wir im November kaufen können, was auch weihnachtlich sein kann, eine schöne Aufforderung dazu, das zu tun, was man am liebsten mag. Tu, was dich glücklich macht. Ich finde das wirklich ein schönes Motto. Meistens macht man es ja nicht so in irgendwelchen Zwängen und so. In To-Dos gefangen, in den To-Do-Listen. So. Es war ein bisschen zu wenig Tombow, also tum, tum, tum. Jetzt wird es gleich ganz schief. So. Natürlich mit dem ganzen Schnickschnack und mit dem ganzen Verzierung. Schwierig, das dann nochmal anzudrücken. Manche haben ja auch so eine Walze, die sie dann benutzen, um das nochmal anzudrücken. Aber wenn man hier so an den Rand rüber geht, einmal drumrum. Ja, und fertig ist die Karte. Also hier innen rein, damit man auch schön schreiben kann. Entweder man nimmt einen tollen weißen Gelschreiber oder so einen feinen weißen Lackstift. Oder man klebt sich hier noch so ein weißes Stück rein, Papier. Was bestimmt auch gut aussieht, ist nochmal hier diese Blume in weiß einfach. Und wer das noch beschriften möchte, ohne Verzierung, geht natürlich auch. Also ja, und so sieht die fertige Karte aus. Ich hoffe, sie gefällt euch. Gebastelt ist das jetzt mit den Farben Blütenrosa und Granit und Flüsterweiß. Es sind zwei Stempelfarben, zwei Stempelkissen und der Karton halt in drei Farben. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch und über ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr über die nächsten Videos Bescheid bekommen möchtet. Bestellen könnt ihr dieses Set Glück per Post aus der Serie Flockengestöber nur ausschließlich im November. Und ja, ansonsten, Sammelbestellung ist am 14. November und 30. November. Ab 60 Euro Bestellwert, Katalogwert verschicke ich versandkostenfrei. Macht's gut und danke fürs Zusehen. Tschüss!